Ja, hallo, guten Tag, guten Morgen aus Hamburg, liebes Publikum, liebe Netfonds, NFS und Agentos-Partner. Wir freuen uns heute wieder mal ein Netfonds Web-TV zu machen. Heute zum ersten Mal bei uns zu Gast Markus Herrmann, ja, junger Starfondsmanager, sage ich mal, aus dem Hause Lois. Die sind ja schon seit einigen Jahren, schon seit einem Jahrzehnt im Markt. Herr Herrmann, und was ich ganz spannend finde, Sie sind aber ursprünglich einer der jüngsten Fondsmanager, den wir hier in Deutschland hatten. Im Vorgespräch habe ich das auch erfahren, ganz spannendes Thema, schon mit 24 Jahren, damals noch bei Lupus Alpha an Bord gekommen und über Jahre hinweg den Small Cap Dividendenfonds bei Lupus Alpha gemanagt und jetzt seit Anfang 2020 im Hause Lois unterwegs, eben auch mit dem Thema Dividende, Dividendenwerte in Europa auf der einen Seite, aber eben auch mit einem ganz spannenden Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich mit dem Thema Wachstumsaktien aus Deutschland. Das ist ja eine ganz rare Spezies, hat man so das Gefühl, als normalerweise Investoren, die in DAX-Werte und die großen Indizes hier in Deutschland investieren, da kommen ja Wachstumsaktien kaum vor. Aber Sie sagen, Hermann, das Thema Wachstumsaktien ist in Deutschland ganz breit am Aktienmarkt vertreten. Die meisten kennen es bloß nicht und sehen es nicht. Und das wollen wir gerne mal im Detail erleuchten. Ja, dann hallo erstmal. Hallo, Herr Reitert. Dankeschön für die Einführung. Ja, vielleicht versuchen wir gleich mal so ein bisschen in medias res zu gehen. Anfang des Jahres ist ja eben der Deutschlandfonds von Lois aufgelegt worden, den Sie managen. Mich würde mal interessieren, was ist so der Fokus? Was sind so vielleicht die Top-Ideen, die Sie dort spielen? Das ist absolut richtig. Wir haben Anfang des Jahres eben den Lois Premium Deutschland aufgelegt. Das ist mein zweiter Fonds eben nach dem Lois Premium Dividende, den wir Anfang 2020 aufgelegt haben, nachdem ich dann zu Lois gekommen bin. Und für mich war, als ich eben vor der Entscheidung dann eben stand, zu Lois zu wechseln, ganz klar, wenn ich zwei Fonds haben werde, dann sollte einer davon natürlich mein angestammtes europäisches Dividendenkonzept sein und das andere sollte sich dann um deutsche Aktien drehen, weil ich eben in meiner bisherigen Karriere dann auch bei Lupus Alpha und auch im letzten Jahr bei Lois einfach festgestellt habe, dass erstens das deutsche Anlageuniversum viel interessanter ist, als man das eben vermuten würde und zweitens der deutsche Markt auch sehr ineffizient ist aus meiner Sicht und drittens eben man als deutscher Investor auf seinem Heimatmarkt extreme Vorteile hat und deshalb ist es ja, eine sehr schöne Geschichte, wenn man sich als deutscher Investor eben um deutsche Aktien kümmern kann. Und wir legen eben den Fokus vor allem auf die Small- und Mid-Caps, auf die kleinen Werte. Da ist unser Sweet Spot, sage ich mal, bei der Marktkapitalisierung eben um die 500 Millionen oder ein bisschen drunter. Das sind eben die Werte, wo viele Investoren noch nicht genau genug hinschauen oder auch gar nicht mehr hinschauen können, weil sie schon so viele Assets, so viele Gelder angesammelt haben in ihren Fonds, dass die Fonds einfach zu groß wurden. Wir haben da auch eine Analyse gemacht, wie sich die größten Deutschlandfonds oder die besten Deutschlandfonds der letzten Jahre entwickelt haben von den Assets her und wie die dann auch aufgestellt sind. Und da Das ist zeigt ja sich. überhaupt ein, das ist ja überhaupt ein spannendes Phänomen, wenn ich einfach mal dazwischen gehen darf, dass uns auch aufgefallen ist, dass oftmals ja Fonds, die noch gar nicht so groß sind und die relativ jung sind, dass sie die überragende Performance an den Tag legen. Insofern ist die These, mit der wir ja auch rausgekommen sind, wer jetzt erstmal auf einen langwierigen Track Record von mehreren Jahren wartet, der sieht vielleicht eben nur die Rücklichter. Das bestätigt sich ja eben auch gerade, finde ich eben, dass viele junge Fonds, die eben eher vielleicht so 50 Millionen bis 100 Millionen Volumen haben oder vielleicht von 25, 30 Millionen Volumen kommen, dass die eben ja wie ein Schnellboot agieren können und viel flexibler sind und daher eben wahrscheinlich auch etwas bessere Performance erzielen können. Absolut, genau so ist es. Letzten Endes gilt es einfach, es gibt eine Korrelation zwischen der Anzahl der Gelder, die man verwalten muss, und der Performance, beziehungsweise eine negative Korrelation. Umso höher die Anzahl der Gelder, umso schwieriger wird es natürlich, eine gute Performance zu erzielen. Das ist immer so.
Und ja, dementsprechend haben wir mit unseren 20 Millionen an Assets, die wir jetzt aktuell im Deutsch Premium Deutschland haben, alle Freiheiten, die wir benötigen, um die bestmögliche Performance zu erzielen. Und ja, das nutzen wir dann auch eben aus, indem wir in die Small- und Mid-Caps investieren können. Und wie gesagt, da liegt auch der Hauptaugenmerk. Und das Schöne ist, dass eben die anderen Deutschlandfonds am Markt, die sind schon relativ groß, zumindest die erfolgreich waren über die letzten Jahre. Und wenn wir uns eben anschauen, wie die investieren, wenn wir uns eben die Top 10 Holdings beispielsweise anschauen, dann sehen wir, dass über die Hälfte der Investments von deren Fonds im DAX und im MDAX anzusiedeln sind. Die häufigsten Namen sind immer aus den oberen MDAX-Regionen oder aus den DAX-Regionen. Wenn jetzt der DAX auf 40 Titel erweitert wird, dann sind es Das ist fast der nur noch. MDAX natürlich über lange Jahre auch ein richtig guter Index gewesen, muss man ja sagen. Absolut, ja, da sind viele erfolgreiche Namen dabei. Aber das ist eben immer ein bisschen Vergangenheit letzten Endes. Die Werte sind dahin gekommen, weil sie eben stark gewachsen sind. Aber es geht ja eigentlich darum, und das sind dann auch die besten Performer, die zu finden, die quasi in 5 bis 10 Jahren im MDAX sein werden. Und das ist eben unsere Aufgabe. Da sehen wir das größte Potenzial. Und wie Sie gesagt haben, aufgrund unseres niedrigen Volumens können wir da die Chancen wahrnehmen. Und das Interessante darüber hinaus ist, es geht ja nicht darum, jetzt in einen Fonds oder einen Fondsmanager zu investieren, der keinen Track Record hat, sondern das sehr Interessante aus meiner Sicht für einen Kunden ist es, dass wir eben den Track Record schon haben, nämlich in Form von Lois, dass wir als Lois eben gezeigt haben, dass wir über viele Jahre Und hinweg Sie haben eben ja auch schon ein Jahrzehnt Erfahrung und haben ja genau. schon Vorgängerprodukte gemanagt, Und ne? meine Also. Wenigkeit hat jetzt in den letzten 10 Jahren auch eine sehr gute Performance erzielt. Das heißt, das Unternehmen Lois, das Team Lois, meine ganzen Mitstreiter und ich persönlich haben einen Track Record aufgebaut, auch in Deutschland. Und wir haben jetzt einfach nur ein neues Produkt am Markt, das aber gleichzeitig, wie gesagt, alle Freiheiten hat. Das heißt, wir haben jetzt die seltene Kombination, dass ein guter Track Record vorhanden ist und ein Produkt, ja, wo der Fondsmanager maximale Freiheiten hat. Und das ist eigentlich eine sehr nette Geschichte aus meiner Sicht. Absolut. Wenn wir mal so ein bisschen, wir haben ja die Folie schon mal geöffnet, so einen kleinen Blick reinwerfen, wie Ihr Portfolio aufgestellt ist, dann sieht man, glaube ich, auf der einen Seite, das finde ich gerade auch aus deutscher Sicht ganz spannend, dieses Thema Information Technology mit über 28% Gewichtung. Man hat ja immer so das Gefühl, Informationstechnologie gibt es hier in Deutschland gar nicht. Das ist alles entweder in Asien und in Amerika. Also Sie haben dann doch wahrscheinlich ein bisschen was gefunden, was auf dem Kurszettel ist. Sowas wie eine TeamViewer könnte ich mir vorstellen. Sie da vielleicht mal so zu den wichtigsten Bereichen, zu den wichtigsten Branchen, vielleicht immer mal so ein, zwei Ideen nennen. Ich glaube, das ist auch das, was die Zuhörer ja so interessiert, dass man so ein bisschen Gefühl bekommt, Mensch, was sind es dann für Werte, die hier vielleicht in 2, 3, 5 Jahren in die großen Indizes reingehen, die man haben muss? Ja, absolut. Ich meine, bei IT oder im Segment IT ist es so, dass es einerseits natürlich klassische Softwarefirmen oder Firmen, die eben digitale Güter oder digitale Marktplätze zur Verfügung stellen, gibt. Und davon gibt es in Deutschland sehr, sehr viele, auch sehr, sehr viele europäische Marktführer, Weltmarktführer, die aber in der Vergangenheit nicht so sehr an der Börse vertreten waren. Vor 10 Jahren beispielsweise war es Gab es eine absolut. SAP und vielleicht eine Genau, ein Software AG SAP. und das waren die beiden, ne, die so gab in dem Bereich. Ja. Das kann man so zusammenfassen, ja. Ich sag mal, aus den neuen Aktivitäten, aus den neuen Wirtschaftsfeldern gab es da relativ wenig, das an der Börse war. Und deshalb hatte Deutschland auch eben immer diesen Stempel, ja, Deutschland ist Old Economy, sehr zyklisch, Maschinenbau, Auto, Industrie. Und so wurde der deutsche Aktienmarkt letzten Endes abgestempelt. Und dann gab es vor circa 5 Jahren so eine Welle an IPOs. Da war eine Zalando dabei, da war eine HelloFresh dabei, da war eine Delivery Hero dabei. Und die drei waren so die Vorreiter der Technologieunternehmen an der deutschen Börse und haben sich alle drei extrem gut entwickelt, sowohl operativ als auch vom Aktienkurs. Und ich meine, Delivery Hero ist jetzt mittlerweile in den DAX aufgestiegen, Zalando und HelloFresh sind auch ganz heiße Kandidaten auf einen DAX-Aufstieg. Und das waren dann die Zumindest dann, wenn es den Vorreiter. DAX 40 gibt, wahrscheinlich, ne? Genau, also beim DAX 40 sind die beiden höchstwahrscheinlich auf jeden Fall dabei.
Und auch selbst wenn der DAX bei 30 bleiben würde, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die zwei Im Titel Netz wird ja die aufgehen. Deutsche Wohnen dann verschwinden, gehen wir mal davon aus. Die geht ja in der Vonovia auf dann, ja. Und wir haben Platz frei. Genau. Und die anderen DAX-Titel sind jetzt auch nicht so strukturell super aufgestellt, dass ich glauben mag, dass in 5 bis 10 Jahren dann nicht ein automatischer Austausch stattfindet. Aber letzten Endes hat das dann dazu geführt, dass die anderen Technologietitel, die es in Deutschland ja durchaus gibt, wie gesagt, eben auch angeregt wurden, an die Börse zu gehen und da ihr Glück zu versuchen, und dort eben neue Gelder einzuwerben. Und das haben wir jetzt eben gerade in den letzten Jahren gesehen, dass auch viele kleinere Unternehmen, auf die wir ja vor allem schauen, dann den Weg an die Börse gefunden haben. Und genau da sind wir investiert. TeamViewer ist natürlich schon ein bisschen größer, ist jetzt auch kontrovers diskutiert aktuell, mit den hohen Managerngehältern, die aber nicht von den Aktionären bezahlt wurden, diese hohen zweistelligen Millionenbeträge, die da in der Presse rumgereicht wurden, sondern das wurde letzten Endes vom Altaktionär per Mira bezahlt. Also das wird ein bisschen falsch dargestellt in der Presse auch. Und das Sportsponsoring, das jetzt viel Kritik auf sich zieht, das kann man auch kritisch sehen, aber letzten Endes ist es so, dass das Unternehmen 300 Millionen jetzt in den nächsten 5 Jahren investiert und die Marktkapitalisierung des Unternehmens um über 3 Milliarden gefallen ist. Das heißt, das steht in überhaupt keinem Verhältnis, deshalb sind wir hier auch engagiert. Und darüber hinaus finden wir im Technologiesektor, im IT-Sektor eben sehr, sehr viele IT-Service-Unternehmen. Das heißt, das sind Unternehmen, die keine eigenen Produkte entwickeln, keine eigenen Softwareprodukte, die aber eben andere Unternehmenspartner, andere Mittelständler in Sachen IT beraten. Und von diesen Unternehmen gibt es eben Also extra. sowas wie eine Bechtle beispielsweise könnte man sich das vorstellen. Das ist, glaube ich, auch ein Wert, den sozusagen ihr Seniorpartner gerne, der Kollege Dr. Bruns ja ganz gerne in seinen Fonds hatte in der Vergangenheit, kann ich mich erinnern. Ja, mein mittlerweile, also ich war auch oder ich bin ein Fan von Bechtle, ganz klar. Das Unternehmen ist super aufgestellt, super geführt, sehr konservativ, schwäbisch, traditionell, sage ich mal, mit einem super Vorstandsvorsitzenden, Dr. Olemotz. Mittlerweile haben das aber die Investoren verstanden. Früher, als ich persönlich mit Aktien angefangen habe, als ich 16, 17 war, kann ich mich daran erinnern, da hatte die Bechtle immer ein KGV von circa 7. Weil jeder gesagt hat, ja, okay, also PCs verkaufen und anschließen und so weiter, Kisten schieben, das kann ja jeder. Mittlerweile sagt man halt, okay, das ist ja so ein wachstumsstarker Bereich, beziehungsweise die Bechtle ist da einfach extrem gut unterwegs und eigentlich auch ein recht stabiles Umfeld. Und jetzt ist die Aktie halt eben mit einem 35er bis 40er KGV bewertet. Also die Sichtweise auf dieses Unternehmen, das nach wie vor dasselbe ist wie vor ein paar Jahren, die hat sich vollkommen gedreht. Deshalb bin ich jetzt aus der Bewertungssicht da nicht mehr allzu konstruktiv. Deshalb sind wir auch nicht investiert. Aber es gibt eben viele kleinere Unternehmen, die auf ähnlichen Spuren unterwegs sind, die jetzt ein bisschen anders als die Bechtle. Bechtle ist ja sehr, sehr Hardware getrieben, im Prinzip ein Reseller von PC, Software und auch Managed Solutions. Und wir sind eben eher in den Bereichen aktiv, wo beispielsweise externe Unternehmen dann Software entwickeln für ihre Partner. Ja, ein Beispiel ist Also Adesso. Beispielsweise dieses Software as a Service kann man sich so vorstellen als Überbegriff. Ist das ein Thema, was Sie Ja, eben unter Software as a Service versteht man normalerweise einfach, dass man Software mietet statt einer genau. Lizenz. Das ist Software as a Service. Aber im übertragenen Sinne, Software as a Service wäre richtig. Zum Beispiel bei Adesso ist es so, dass wenn ein Konzern wie die Lufthansa beispielsweise sein Buchungstool verändern möchte, das wurde zum Beispiel von Adesso eben geschrieben und entwickelt, dann würde man Adesso beauftragen oder auch Nagarro, die jetzt von Allgeier ja gespin-offed wurde an den deutschen Markt. GFT Technologies ist einer unserer Werte, der sich extrem gut entwickelt hat, schon lange an der Börse. Das sind so typische Beispiele für die Small Caps in Deutschland, die sich so zwischen 500 Millionen, 1 Milliarde bewegen, noch nicht in den großen Indizes auftauchen, aber sehr, sehr starke Wachstumsraten haben aus dem IT-Bereich. Adesso, die wächst seit zig Jahren 15 bis 20% jedes Jahr organisch.
Auch GFT wird in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich zweistellige Wachstumsraten jedes Weil Jahr natürlich die so ein vorweisen. Stück weit über die Bankensituation ja auch Probleme hatten in den letzten Jahren, ne, was man sehen konnte. Ich habe die auch so ein bisschen beobachtet. Haben es ja nicht so ganz einfach gehabt, glaube ich, ne? Genau, das Interessante bei GFT, und das haben wir auch letztes Jahr, als wir bei vielen Investoren auch auf Roadshow waren, um eben Seed-Kapital für den Fonds einzusammeln, habe ich die GFT auch als Top-Idee dann präsentiert, weil das Interessante bei GFT war, dass man bis 2015 sehr, sehr stark gewachsen ist und bis dahin ist der Aktienkurs auch sehr stark gestiegen. Das Problem war aber, dass circa 50%, also die Hälfte des kompletten Geschäftes, von einem Kunden kam und das war die Deutsche Bank. Und die Deutsche Bank hatte damals relativ viel investiert. Und ja, als es dann immer schlechter lief für die Deutsche Bank, hat man auch angefangen, dann sich ja generell zu verkleinern und dann wurde das IT-Budget auch kleiner. Und das hat dann natürlich GFT extrem stark getroffen. Mittlerweile ist es so, dass man vielleicht noch so 20, 25% des ursprünglichen Umsatzes mit der Deutschen Bank macht. Das heißt, man hatte da extreme Gegenwinde in den letzten Jahren zu verzeichnen. Das Interessante war aber, dass die anderen 50% vom Geschäft, nämlich alle anderen Kunden, immer circa 20% pro Jahr gewachsen sind. Das ist dann aber im Das heißt, End. man braucht erstmal eine gewisse Zeit, um sich breiter zu diversifizieren. Und jetzt sieht man, Genau richtig. Im dass. Endeffekt haben die Investoren dann nur gesehen, 2016 bis 2019 war kein Wachstum mehr da. Dementsprechend hat es dann gleichzeitig auch ein Derating bei der Aktie gegeben. Der Aktienkurs ist dann von 28 in der Spitze also weit unter 10 gefallen. Und das war dann für uns eine super interessante Situation, weil wir gesehen haben, die Deutsche Bank macht dann in Zukunft nur noch vielleicht 10, 15% der Umsätze aus und das Umsatzlevel wird sich da stabilisieren. Gleichzeitig wachsen die anderen Kunden aber weiterhin sehr stark und GFT expandiert da weltweit. Das heißt, es war nur eine Frage der Zeit, bis sich im Prinzip das gesamte Umsatzwachstum dann wieder auf die zweistelligen Wachstumsraten zubewegt. Und genau das sehen wir jetzt. Und das hat dann der Aktienmarkt gerade in diesem Jahr so richtig verstanden. Und die Aktie ist jetzt extrem stark gestiegen dieses Jahr. Absolut gerechtfertigt aus unserer Sicht. Und wir bleiben da weiterhin investiert. Absolut, apropos extrem stark gestiegen. Der Fonds, der Lloyds Premium Deutschland, ist ja auch sozusagen richtig gut gestartet, sehr, sehr, sehr dynamisch gestartet. Ich glaube, im ersten Halbjahr an die 30% year to date schon Performance gemacht. Ist das so die Zielrichtung? So 30% pro Halbjahr? Oder würden Sie sagen, Ich da war würde. vielleicht ein bisschen zu viel, der erste Schluck ein bisschen groß? Ja, da würde ich nicht Nein sagen zu 30% pro Halbjahr, aber realistischerweise ist das natürlich nicht anzunehmen. Ich meine, wir haben sehr, sehr großes Potenzial bei den einzelnen Werten im Portfolio und ich bin auch sehr optimistisch, was die zukünftige Performance angeht. Aber jeder, der sich mit dem Aktienmarkt schon länger beschäftigt, weiß natürlich, dass 30% oder mittlerweile sind es sogar 33% in einem Halbjahr ja nicht so fortführbar sind. Und wir haben gleichzeitig eine Outperformance erzielen können von um die 18% gegenüber unserem Vergleichsindex, dem CDAX, also die Gesamtheit aller deutschen Werte, das ist natürlich auch schon sehr stark. Ich muss immer dazu sagen, der Fonds schwankt relativ stark. Das kommt einfach eben durch das Exposure, durch die Investition in diese kleineren Werte. Das heißt, gerade die Schwächephasen sind dann natürlich sehr interessant, um wieder eine Wollte gerade Investition. sagen, also unter taktischen Gesichtspunkten, das ist ja das, was wir auch seit Jahren schon versuchen, unseren Partnern klarzumachen, eben nicht Reißaus zu nehmen, wenn die Kurse zurückkommen, sondern im Prinzip genau das zu machen, was viele ja letztes Jahr im März, April gemacht haben, wenn es dann mal den starken Rücksetzer gibt, das eben als Kaufgelegenheiten zu verstehen. Da ist dann natürlich ein Fonds wie der Ihre dafür absolut geeignet, beziehungsweise natürlich, was noch oben drauf kommt, gerade eben für den klassischen Kindersparplan und für den klassischen VL-Sparplan ist natürlich ein aggressiver Fonds, wo man eben noch keine großen Bestände hat, eben auch als Sparplan, glaube ich, ein richtig gutes Produkt. Da finde ich, das ist eben ultra spannend, ein Produkt wie Ihres dafür zu nutzen. Ja. Ja, absolut. Also ich persönlich investiere auch immer kräftig in meinen eigenen Fonds
Und ich muss auch dazu sagen, auch wenn wir natürlich jetzt sehr stark nach oben gelaufen sind und auch wenn der Fonds stark schwanken kann, das will ich einfach immer dazu sagen, um hier keine falschen Erwartungen zu wecken. Aber es ist de facto so, wenn ich mir anschaue, welche Potenziale ich in unserem gesamten Portfolio sehe, dann ist das Potenzial sogar höher im Schnitt als am Jahresanfang, obwohl wir jetzt 33% absolut zulegen konnten, weil sich einfach unsere Unternehmen operativ so stark entwickelt haben und weil wir auch weiterhin sehr gute Unternehmen gefunden haben, die neu dazugekommen sind, wo wir einfach Austauschmöglichkeiten vorgenommen haben. Es gab jetzt auch ein paar interessante Börsengänge in Deutschland, wo wir auch Das positiv. wäre eine spannende Frage. Das ist ein gutes Stichwort. Gehe ich einmal noch mal dazwischen. Sind Sie auch offen für IPOs? Oder sagen Sie, nee, Mensch, die Gesellschaften müssen erstmal eine gewisse Zeit lang am Kapitalmarkt sein und sich eingependelt haben? Oder sagen Sie, wenn es ein fair gepreistes, interessantes IPO gibt, dann gehen Sie da auch gleich mit rein? Ja, also ich habe letzten Endes die These, ein IPO ist für mich wie jedes andere gelistete Unternehmen auch. Ich schaue mir das genauso an. Es ist, sage ich mal, aus einer Fondsmanager-Perspektive, es wird sehr viel Wind von den Brokern gemacht, man wird getrieben, da teilzunehmen, Zeichnungsgewinne und so weiter und so fort. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich gucke mir das ganz nüchtern an. Und wenn das zu einem guten Preis kommt, dann mache ich mit. Und wenn es interessant ist und wenn nicht, dann eben nicht. Also ganz wie bei anderen Aktien auch. Und meine Erfahrung ist aus den letzten Jahren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Märkten, dass eben die Preise oft attraktiv sind. Und weil mittlerweile ist es ja so, die Private Equity Investoren, die dann vielleicht bestimmte Unternehmen an die Börse bringen, die haben ja auch aus der Vergangenheit gelernt. Der Börsengang ist ja nur ein erster Schritt im Verkauf dieser Anteile. Meistens folgen ja noch diverse Platzierungen und man will einfach dann, dass der Aktienkurs sich in eine positive Richtung entwickelt hat, Wenn ich es am sodass Anfang überdrehe, dann werde ich die anderen Aktien nicht mehr los, wenn der erste Preis der genau so höchste ist ist. das. Genau. Ein positives Sentiment muss kreiert werden letzten Endes, um dann die restlichen Stücke auch loszuwerden. Deshalb sind die Preise meistens attraktiv, außer bei völlig gehypten Themen. Das gibt es natürlich auch immer wieder, so irgendwelche Wellen, dass jetzt plötzlich alles, was mit Kryptowährungen zu tun hat oder mit erneuerbaren Energien oder so, dass das dann zu horrenden Preisen, zu unrealistischen Preisen an die Börse kommt. Da muss man dann vorsichtig sein. Aber bei normalen Unternehmen ist es oft interessant. Und noch ein interessanter Punkt ist, dass wenn jetzt ein Unternehmen schon seit vielen, vielen Jahren an der Börse, sagen wir mal Bechtle oder so eine Rational, Fuchs Petrolub, so diese lang gedienten Midcaps, da ist Die aber natürlich ja das. kontinuierliche Wachstumsraten in den letzten Jahren und Absolut. Jahrzehnten erzielt haben. Da ist natürlich aber das Informationslevel am Markt relativ hoch. Jeder Investor hat die Unternehmen schon oft getroffen, jeder kennt die Geschäftsmodelle. Diese Aktien sind relativ effizient gepreist. Bei einem Börsengang ist es so, noch nie hat wahrscheinlich jemand von den Unternehmen was gehört, beziehungsweise sich im Detail damit beschäftigt. Und die wenigsten Investoren lesen tatsächlich auch das Wertpapierprospekt, wo im Prinzip die relevanten Informationen drinstehen und alle Risiken und Zahlen und so weiter durch, weil so ein Wertpapierprospekt, das hat meistens 300 bis 600 Seiten. Da muss man sondern schon ein bisschen Zeit Eine investieren, um schöne sich gute das. Nachtlektüre, Ja, absolut. ne? Genau. Und wenn man dann fünf gleichzeitig hat, dann ist man ganz gut beschäftigt. Und das ist sehr, sehr trockenes Material, kann ich Ihnen sagen. Aber wir machen das eben. Und das gibt uns einen Informationsvorsprung hier gegenüber anderen Investoren, der nicht zu vernachlässigen ist. Und deshalb finde ich Börsengänge dann oft interessant. Wenn es zu einem Zeichnungsgewinn kommt, ist es umso schöner. Aber auch wenn nicht, wir haben ja sowieso die langfristige Brille auf. Das hat sich in den meisten Fällen dann durchaus ausgezahlt, hier dabei zu sein. Wenn man mal einen Komplettblick auf Ihr Portfolio wirft, dann ist das, glaube ich, relativ stark fokussiert, ne? Das sind so, glaube ich, um die 30 Werte, die Sie im Portfolio haben. Ist der Fonds denn immer investiert? Ich meine, wenn man jetzt zeichnen will, dann braucht man ja dafür auch irgendwie ein bisschen Kasse. Sind Sie immer in der Situation, dass Sie sagen, okay, da kommt jetzt eine spannende Neuemission, dafür muss ich einen anderen Wert verkaufen? Oder halten Sie immer eine kleine strategische Kasseposition? Das würde vielleicht die potenziellen Anleger und Investoren auch interessieren, wie Sie dieses Thema Kassemanagement machen. Absolut.
Das stimmt, wir haben 30 Positionen im Fonds und die Kunden oder Anleger können sich das wirklich so vorstellen, dass wir letzten Endes mit einem Universum starten von circa 250 Titeln, die in Deutschland investierbar sind für uns. Und wir haben eine Meinung, ein Ranking beziehungsweise ein Modell zu jedem Unternehmen. Und bei jedem Modell kommt dann eben ein Potenzial raus, das wir errechnen aus unseren ganzen aus unseren ganzen Meetings und Terminen mit dem Management und unserer Marktanalyse etc. pp. Und dann bilden wir daraus ein Ranking von diesen 250. Und die interessantesten 30, die landen dann in unserem Portfolio. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Börsengang haben von einem Unternehmen und ich sehe dort bei diesem Unternehmen wesentlich mehr Potenzial als bei der Position 30 im Portfolio, dann wird die Position 30 folgerichtig verkauft. Wir sind immer voll investiert. Es ist ein reiner Aktienfonds ohne Schnickschnack, sage ich mal. Keine Derivate, keine hohe Kasseposition, keine Wette auf steigende oder fallende Kurse. Das überlasse ich dann letzten Endes den Kunden, wie sie sich da positionieren möchten, wie hoch sie ihr Aktiengewicht fahren müssen. Bei uns ist es einfach nur 100% Aktien. Und ja, die Maxime ist, wie gesagt, die attraktivsten 30 Werte, 30 deutschen Werte im Portfolio zu haben. Nach welchem Maßstab gewichten Sie die einzelnen Werte? Man sieht es ja, wenn man hier mal diesen sozusagen ersten Blick der Top 5 Werte nimmt. Der größte Wert, Naga Group mit 6% gewichtet, Social Chain AG mit 4,4%. Wahrscheinlich gibt es auch Werte, die noch kleiner gewichtet sind. Ist die Grundgewichtung immer gleich und entwickelt die sich dann über die Marktbewegung auseinander oder wie ist da die Philosophie? Ja, grundsätzlich gewichten wir die Werte nach Potenzial. Das heißt, umso höher das Potenzial, umso höher das Gewicht. Das ist ja auch einleuchtend, sage ich mal. Die Gewichte sind natürlich relativ hoch durch das konzentrierte Portfolio. Im Schnitt natürlich 3,3%. Und die Werte eben mit überdurchschnittlichem Potenzial werden dann etwas höher gewichtet. Was dann noch dazu kommt, was uns aber momentan, wie gesagt, nicht betrifft, ist eben die Liquidität, falls der Fonds größer werden sollte. Und die Liquidität der einzelnen Werte irgendwann ein Thema wird, sind wir da auch sehr rigoros, indem wir eben sagen, wir müssen aus jeder kompletten Position innerhalb von 10 Handelstagen ja rein oder rauskommen, ohne eben den Kurs maßgeblich zu beeinflussen. Das heißt, wenn der Fonds größer werden sollte, dann kann es natürlich sein, dass ein Unternehmen, eine Aktie trotz hohem Potenzial dann nur mit einem begrenzten Gewicht eben in den Fonds kommt, aber das ist eben uns sehr wichtig, dass wir hier nicht in illiquiden Positionen uns bewegen und ja, Übergewichte haben, wo wir dann bei Abflüssen beispielsweise in der Krise eben nicht mehr rauskommen. Wo man sich vielleicht in guten Phasen die Kurse selber nach oben schrauben kann, oder nach oben schraubt durch Mittelzuflüsse, wenn man da eben, ich sag mal, zu illiquide Werte reinnimmt und den Kurs nach oben kauft, was einem eben unter Umständen in falschen Marktphasen oder in schwachen Marktphasen auf die Füße fallen könnte. Ich glaube, da muss man tendenziell natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Genau, das ist alles andere als nachhaltig. Dieses Thema Market Impact, messen Sie sowas? Würde mich mal interessieren bei Ihnen im Fonds. Also sozusagen das, was Sie sozusagen mit Ihren Orders auslösen, oder sagen Sie, nee, das, weil wir im Prinzip nur ein relativ kleiner Player sind, spielt das eigentlich keine so große Rolle. Ja, Market Impact ist immer schwierig messbar, weil also man kann das theoretisch messen, aber man weiß nie, ob letzten Endes die Messung richtig ist, beziehungsweise aus den richtigen Gründen dann passiert ist. Ja. Deshalb bin ich da immer vorsichtig, sowas abzumessen. Aber es ist de facto so, dass wir unsere, es kommt immer darauf an, warum man einen Trade macht. Wenn ich beispielsweise eine Aktie habe, die gut gelaufen ist, die jetzt zum Beispiel von, weiß nicht, 5,50 € auf 6,50 € gelaufen ist, und der Kurs ist bei 6,50 € und dann würde ich Gewinne mitnehmen, weil der Kurs bei 6,50 € ist, dann habe ich natürlich das Limit dort. Ja, aber wenn der Kurs jetzt aufgrund von meiner Verkaufsorder dann eine Verkaufswelle ausgelöst werden würde auf 6,30 €, würde ich da nicht mehr mitmachen, weil ich wollte sie ja verkaufen, weil sie bei 6,50 € ist. Will ich jetzt aber eine neue Aktie kaufen, weil ich beispielsweise
200% Potenzial über die nächsten 5 Jahre sehe, und das gibt es durchaus, dann ist es mir nicht so wichtig, ob ich mit meiner Order den Kurs 2-3% nach oben treibe, weil ich einfach Aktionär sein will in diesem Unternehmen, weil ich dieses Riesenpotenzial sehe und ich weiß, wenn ich jetzt zu knausrig bin, kann es sein, dass natürlich ja, viel mehr, oder dann ist es wahrscheinlich, dass viel mehr Investoren peu à peu sich die Aktie anschauen und bereit sind, dann 10 oder 20% mehr zu zahlen. Und dann sieht man eben diese Bewegung und dann kann man lange sagen, gut, ich habe 2% gespart, aber dafür bin ich halt nicht investiert. Ja, das Ja, klar. bringt nichts. Also es gibt immer verschiedene Gründe und wir sind da sehr, sehr diszipliniert auf beiden Seiten. Dieses Thema Volumen, würden Sie denn sagen, dass es auch ein Maximalvolumen gibt? Meine, das könnte ja auch sozusagen, wenn der Erfolg in den nächsten Jahren ja, sich verstetigt, dann könnte es ja auch sein, dass der Fonds irgendwann mal in eine Volumensgröße kommt, die sich eben nicht mehr so gut managen lässt, würden Sie sagen, dann sperre ich ihn lieber zu, um den bestehenden Investoren einfach sag mal, wirklich eine gute, sehr gute Performance weiterhin zur Verfügung zu stellen? Oder sagen Sie tendenziell, nee, Mensch, ne, ich bin ja Asset Manager, ich nehme so viel ich kriegen kann, ja, an der Stelle. Ja, nee, das Schöne ist bei Lois, dass unser Vorstand quasi besetzt ist mit Fondsmanagern. Das heißt, die wissen ganz genau um eben genau dieses Problem. Natürlich ist es aus vertrieblicher Sicht immer schön, möglichst große Fonds zu haben, sodass kein Kunde irgendwelche Limite hat, wie viel er investieren kann. Und mit langem Track Record und so weiter und so fort. Aber als Fondsmanager ist es eben genauso, wie Sie sagen. Man kann dieses Konzept nur bis zu einem gewissen Limit sinnvoll managen. Das äußerste Limit sehe ich jetzt für diesen Ansatz bei 500 Millionen. Drüber wäre ich nicht besser als die anderen Deutschlandfonds, die jetzt eben sehr, sehr viele Assets eingesammelt haben und wo ich über die ja gesagt habe, dass sie jetzt eher in den höher kapitalisierten, vermeintlich unattraktiveren Werten investiert sein müssen. Und das Modell, so wie es jetzt ist, ist, denke ich, bis zu 500 Millionen managebar. Aber es ist natürlich so, dass es mit 20 Millionen einfacher und Performance, ja, aussichtsreicher ist als mit 200. Das ist einfach so. Ja, also dann ist ja noch ein bisschen Luft und die Anleger, die jetzt mit dabei sind oder die jetzt reingehen, die haben natürlich den großen Vorteil, dass sie eben mit dem Schnellboot unterwegs sind. Ich glaube, das ist ja das, was Genau. Spaß macht. Vielleicht abschließend so ein bisschen einmal sozusagen noch den Fokus, oder vielleicht mal gemeinsam mal den Fokus wegnehmen von sozusagen von den vom Micromanagement der einzelnen Werte hin sozusagen zu dem mehr konjunkturellen oder globalen Ausblick auf die Märkte. Würden Sie sagen, nach den doch inzwischen 13, 14 Monaten Rallye, die wir hinter uns haben, dass ein Großteil jetzt schon eingepreist ist? Oder sagen Sie, Mensch, die Gewinnüberraschungen, die es jetzt gibt, weil eben die Wirtschaft so dynamisch auch aufgrund der niedrigen Zinsen, aufgrund des Deficit Spending, was die großen westlichen Volkswirtschaften und auch die Chinesen machen, weil da einfach noch so viel ja, aufgestaute Konsumnachfrage von Privatkunden da ist, dass da noch so viel Überraschungen kommen auf der Gewinnseite, dass es noch weitergehen kann. Wie ist denn da so ein bisschen einfach mal so als ja, neugierige Frage, wo steht der DAX zum Jahresende, ja? Oder wo stehen die großen Indizes zum Jahresende? Geht's noch weiter im Großen und Ganzen? Oder sagen Sie, wir laufen vielleicht mal in eine Phase rein, wo es eher seitwärts unter Schwankungen geht, wo man so ein bisschen auch den neuen Trend erstmal finden muss? Ja, absolut berechtigte Frage. Ich sehe jetzt die Bewertungen nicht als zu hoch an, ganz und gar nicht. Sie sind etwas über historischem Mittel, aber in der Historie hatten wir natürlich auch ein anderes Zinslevel. Ja, das heißt, wenn Und wir haben man, jetzt natürlich auch wieder anspringende Inflation, muss man sagen, ne? wobei, da bin ich auch so ein bisschen zögerlich, jetzt irgendwie auf den Inflationsangstzug aufzuspringen, weil man muss das Ganze immer auch im Zweijahresvergleich sehen. Die Inflationsraten jetzt gerade in den USA, da kommt ja die Angst her, die sind halt auch deswegen so hoch, weil die Inflationsraten vor genau einem Jahr so niedrig waren. Also ich muss War natürlich bei immer Null oder im negativen Terrain sogar, ja. bitte.
Die waren ja bei null oder sogar im negativen Bereich. Genau. Also wenn man das Zweijahresmittel zieht, dann landet man irgendwo bei 2,5 bis 3% in den USA über die 2 Jahre gesehen. Und das ist genau da, wo es davor auch war. Vieles der Inflation ist auch einfach durch den hohen Ölpreis oder gestiegenen Ölpreis getrieben. Alle anderen Bereiche sind eigentlich ja, moderat. Holz war ja beispielsweise immer so in den Medien, weil der Holzpreis da so stark gestiegen ist. Der Holzvorwort in den USA. Ja, mittlerweile sind wir aber 30% unter Jahresanfang. Also da regulieren sich dann viele, viele Prozesse auch wieder. Also von der Bewertungsseite her habe ich keine Angst. Es gibt ja auch große Unterschiede bei den einzelnen Aktien. Wie gesagt, gerade bei den Small Caps findet man eben im Einzeltitelbereich sehr, sehr attraktive Aktien. Es gibt bewertungstechnische Übertreibungen, vor allem an der Nasdaq. Das sehe ich. Da gibt es ja viele Unternehmen, die noch gar kein valides Geschäftsmodell haben, schon mehrere Milliarden wert sind oder so bewertet werden, muss man sagen. Ja, das ist natürlich irgendwo ja, verrückt. Und es gibt auch in Deutschland Bond-Proxies, da sind jetzt viele MDAX-Werte dabei, Qualitätswerte, wo man einfach sagen muss, Mensch, wenn die Zinsen irgendwann mal ansteigen sollten, dann haben die Bewertungen dieser Aktien ein echtes Problem. Und davon halte ich mich fern. Also sehr teure Unternehmen, KGV 35, 40, die gleichzeitig aber nicht wachsen oder nicht stark wachsen, vielleicht 5, 6, 7% pro Jahr wachsen, das passt für mich nicht zusammen. Also idealerweise sollte das KGV mit der Wachstumsrate parallel laufen, ja? Also so ein Genau, 20er also KGV mit 20% Wachstum ist dann wahrscheinlich schon sinnvoll, ne? ja, also das 20er KGV für 20% Wachstum wäre vielleicht sogar noch sehr moderat bewertet. Aber also wie Sie sagen, ich scheue keine hohen Bewertungen, aber dann muss das Wachstum auch sehr stark sein, sodass ich eben auf die 5-Jahres-Sicht, die ich immer dann anwende auf jedes Unternehmen, dass man dann eben zu einer moderaten Bewertung kommt am Ende dieser 5 Jahre. Aber wenn ich natürlich ein Unternehmen habe, das sehr moderat nur wächst und eine hohe Bewertung hat, dann bin ich nach 5 Jahren auch noch nicht viel weiter unten. Und ja, das ist dann eher schwierig. Konjunkturell gesehen ist es so, dass wir in den meisten Bereichen, wenn wir mal die außerordentlichen Corona-Verlierer wie Restaurants und Reisesektor und sowas außen vor lassen, wenn wir uns mal konzentrieren auf die Industrie, auf Auto, auf Chemie und so weiter, dann muss man einfach sagen, dass wir schon wieder am absoluten Rekordlevel sind, auch was die Margen vor allem angeht, weil viele Investoren oder viele Unternehmen hatten jetzt wieder Rekordumsätze zu verzeichnen, aber gleichzeitig auf der Kostenseite natürlich auch noch extreme Entlastungen über Kurzarbeitergeld, über Reisekosten, Marketingkosten, Messen und so weiter, was alles weggefallen ist, über Jobs, die abgebaut wurden in der Krise, weil man einfach damit gerechnet, weil man eigentlich damit gerechnet hat, dass diese ganze Recovery, die wir jetzt innerhalb von wenigen Monaten gesehen haben, dass die 3 bis 4 Jahre dauern wird. Das heißt, die Unternehmen haben sich auf ein ganz anderes Szenario eingestellt, als was jetzt letzten Endes glücklicherweise passiert ist. Das ist ja auch der Grund, warum es so viel Knappheit gibt, ne? Weil einfach die Nachfrage viel schneller wieder zurückgekommen ist, gehe ich mal davon aus, ja. Genau, das Angebot wurde letzten Endes verknappt durch diese Sichtweise und auch durch eine gestörte Logistik auf der Welt und gestörte Produktion durch eben die Pandemie. Und die Nachfrage kam aber unglaublich schnell wieder zurück und das kreiert dann natürlich steigende Preise. Ja, letzten Endes werden sich diese Effekte wieder normalisieren. Das heißt, für konjunktursensitive Titel bin ich jetzt eher ein Stück weit skeptisch, weil wir schon relativ weit oben sind in unserer Kurve und auf der Klar, die Kostenseite. Marge lässt sich nicht ins Unendliche steigern und das Volumen vermutlich auch nicht, weil die Kapazitäten dafür dann eben nicht ausreichen. So ein bisschen würde ich das mal dahingehend zusammenfassen, dass Sie sagen, Stockpicking ist der Ansatz und das ist ja das, was Sie, ich denke ich mal, in Exzellenz ja machen in Ihrem Portfolio, sich dann eben die Qualitätstitel rauszusuchen, die eben skalierbare Geschäftsmodelle haben, die eben weiter wachsen können und die eben nicht ja, eine Autofabrik haben und da 200.000 Stück pro Jahr produzieren können und eben nicht 250.000. Das ist dann eben nur mit der nächsten Autofabrik wieder skalierbar und dafür sind dann eben Rieseninvestitionen notwendig. Ne? So würde ich es zumindest verstehen. Ne? Genau, absolut. Ich meine, Stockpicking ist natürlich immer für uns der Outperformance-Treiber.
Manchmal werden die Effekte des Stockpickings überlagert durch makroökonomische Effekte, aber das kommt jetzt erstmal zu einem Ende, dadurch, dass die Pandemie hoffentlich dann auch abflaut. Bisher war das sehr sektorgetrieben. Heute brauche ich die Pandemie Gewinner, morgen die Verlierer und so weiter. Aber da sieht man, dass sich das jetzt eben auslevelt. Von daher wird es eben wieder wichtiger, die richtigen Aktien auszuwählen auf Einzeltitelebene. Und das wird dann auch wieder von den Märkten stärker belohnt als noch vor ein paar Monaten, wo es einfach nur richtig war, im richtigen Sektor gelistet zu sein. Also man kann so ein bisschen sagen, das entwickelt sich. Wir haben zuerst die klassischen Krisengewinner, die Pandemiegewinner gehabt, die Amazons dieser Welt, die Online-Apotheken, um jetzt mal auf deutsche Werte einzugehen, die dann partizipiert haben, die Delivery Heroes und so weiter und so fort. Wir haben dann den Schwenk gehabt hin zu den zyklischen Werten. Und jetzt findet im Prinzip ein Schwenk statt. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen zurück zu Wachstumswerten, aber eben zu den Werten, die unabhängig, ob es eine Pandemie gibt oder ob wir wieder in einem ganz normalen Szenario sind, einfach in den nächsten Jahren ein schönes Wachstumspotenzial haben. Das sind im Prinzip die Werte, auf die Sie sich fokussieren und die letztendlich wahrscheinlich auch für uns alle am aussichtsreichsten sind. Ja, genau so kann man das sehr schön zusammenfassen. Wunderbar, dann würde ich sagen, haben wir es. Ich fand es spannend, finde Ihr Portfolio auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden es weiter beobachten und ich denke mal, wir sollten regelmäßig vielleicht so im Halbjahresrhythmus unser Online-Meeting auch wiederholen und dann immer mal wieder einen Blick drauf werfen, wie erfolgreich Ihr Portfolio weitergegangen ist und ob wir im nächsten Halbjahr auch wieder die üblichen 30% geschafft haben. Sehr Was natürlich gerne, immer ich eine werde Teilnehmerfrage das ist. natürlich hören. Hermann, vielen Dank für Ihre Teilnahme und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Und ja, wer noch nicht im Sommerurlaub war, wir haben jetzt mal eine kleine Pause. Im August geht es dann ja mit dem NFS-Jahreskongress bei uns auch mal wirklich in physischer Form hier am 10. und 11. August weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, wiederhören. Dankeschön, tschüss. Tschüss.